Herr Maragat, wo waren Sie an dem Abend, als Ihr Herr Bruder von der Schlange gebissen wurde? Es war ein Mittwochabend. Ich war hier in Neu-Delhi. Bin erst am nächsten Vormittag nach Bombay geflogen. Wissen Sie das ganz bestimmt? Herr Radi, ich werde doch wissen, wo ich vorgestern Abend war. Wie kommt dann der Portier des Adelphi-Theaters dazu zu behaupten, Sie hätten ihm Mittwochabend 20 Rupien Trinkgeld gegeben und hätten Durga besucht? Ach, der Portier. Ach, der, ja. Ich glaube, er ist ziemlich kurzsichtig. Der hat mich wohl verwechselt. Gut. Warten wir also bis zum Schluss der Vorstellung. Ich bringe Besuch aus Bombay mit, Durga. Einen Bewunderer Ihrer Kunst, Durga Narya. Da Sie Bombay Knall und Fall verließen, blieb mir nichts anderes übrig, als das nächste Flugzeug nach Neu-Delhi zu nehmen. Hoffentlich hat mein Tanz Sie nicht so sehr enttäuscht. Sie waren in Bombay nie so gut wie heute Abend hier in Neu-Delhi, Durga. Schade, dass Kamita Maragat diesen Tanz nicht mehr sehen konnte. Herr Radi. Warum müssen Sie in diesem Augenblick davon sprechen? Weil ich die Schlange suche, die Kamita getötet hat. Und weil Sie diese Schlange gestern für 500 Rupien von Banki Madura gekauft haben. Oh, Bura. Durga, was hast du? Bura, hilf mir doch. Hilf mir doch, Bura. Verzeihung, ein Herr Radi wird dringend telefonisch aus Bombay verlangt. Gut, ich komme. Ich zeige Ihnen das Telefon, Sahib. Hier links, bitte. Hier, das ist für Sie. Oh, vielen Dank, Sahib. Vielen Dank. Behalten Sie die beiden im Auge, während ich telefoniere. Wenn Sie versuchen, das Casino zu verlassen, geben Sie mir sofort Bescheid. Gewiss, Sahib. Was hat Frau Durga Narya denn? Eine kleine Ohnmacht. Aber sowas kann sehr schnell vorübergehen. Hallo? Hier spricht Amaranda Radi. Hier ist das Polizeibüro. Ja, was gibt's?